Sulis Channel. Saat ini kita berada di Solo Central Java Indonesian ya. Kita bisa lihat di sini para bapak-bapak yang sedang menyemai padi di sawah. Indah sekali pemandangan ini. Kita jarang sekali melihatnya ya. Kita merindukan sekali suasana seperti ini dikarenakan kita berada di perantauan saat ini. Hello everyone, welcome back to Mommy Sulis for a new video. Today we are in Solo Central Java. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von Mami Sulis. Heute sind wir in Solo Central Java, also in Indonesien natürlich. Leute, diese Männer ernten gerade Reis. Sie benutzen jedenfalls dafür diese Maschine, die man da gerade sieht. Und ja, damit kann man, also mit dieser Maschine, kann man den Reis und diese Stiele, dieses Grüne, trennen. Yes, guys. These men are harvesting rice. They use this machine to separate the rice and the stalks. Lihatlah di sana teman-teman, pemandangan sawah yang adem dan indah sekali. Aduh, aku rindu sekali pemandangan ini. Kapan ya kita bisa ke sana lagi? Pemandangan hijau seluas mata memandang indah sekali kelihatannya. Bisa lihat di sini rumah pedesaan yang sangat tradisional. Hey Leute, ich bin's wieder da. Wie man sieht, sind Ziegen. Die sind richtig süß, ein bisschen frech und noch sehr klein. Also die zwei kleinen Jungen, die sind auf jeden Fall sehr klein. Und ja, die Mutter ist da auch, wie man sehen kann. Die tun halt Milch. Ziehen gerade, weil die haben natürlich immer Durst und so. Und da, wo man sieht, dieser blaue Faden da, da hängt Futter dran und da können sie sich immer ein bisschen Futter nehmen. Denen geht es auch richtig gut und so. Holz ist auch schön da für Brennholz machen. Dann sind da auch so Bäume. Ich weiß gerade gar nicht, was da dran hängt, aber das werde ich euch dann gleich noch sagen. Und ja, diese Bäume sind halt da eben auch. Und da ist auch so, da sind so Ställe und so, wo auch Ziegen drinnen sind. Und ja, die eine Ziege, die steigt da so hoch, die ist richtig lustig, so halt richtig dunkelbraun und steigt da so hoch. Sieht so witzig aus einfach. Und das ist auch eine andere Ziege, die ist auch richtig süß, die geht so mit dem Kopf durch diesen Schlitz durch. Wie die da überhaupt noch rauskommt, weil der Kopf ist irgendwie größer als der Schlitz. Naja, wenn sie schlau ist, kann sie den Kopf auf die Seite machen und ihr Kopf raus tun. Oh, da ist hier eine Ziege auch noch, die auf dem Boden, ich weiß gar nicht, schläft die oder, nee, doch nicht. Die ist aufgestanden und so, richtig schön. Und diese Bäume sind übrigens Bananenbäume, habe ich gerade herausgefunden.
Und ja, da sind wieder diese zwei kleinen süßen Babyziegen und so. Dieses Holz, wie gesagt, ist Brennholz, das habe ich ja schon gesagt. Und es ist halt auch klein gehabt und so. Es hat auch ein bisschen, wurde halt Holz gesammelt und so weiter. Mit denen kann man aber auch die Häuser bauen, wie gesagt. Und ja. Naja, auf jeden Fall, dieses Holz ist eigentlich doch nicht fürs Häuser bauen, weil für die Häuser wurde, ist halt anderes Holz gedacht. Dieses Holz ist zum Kochen. Also sozusagen, man macht eigentlich ein Feuer an. Und darüber ist sozusagen ein Herd, der durchs Feuer erhitzt wird. Und damit kann man dann kochen. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich werde es euch zeigen. Leute, das hier ist auf jeden Fall die Küche in einem Dorf, also in dem Dorf in Indonesien, in Solo Central Java. Da ist eben das Holz, das, was wir vorhin gehackt haben. Und da ist dieses Herd von dem, also dieser Herd, von dem ich gesprochen habe. Da legt man eben unten das Holz rein, dann ist da Feuer sozusagen und dann kann man das warm machen. Hier, wie man sieht, ist es ein Brunnen. Mit diesem Brunnen tut man eigentlich das ganze Wasser nicht zum Trinken, aber zum Duschen und zum Wäschewaschen und alles. Dafür tut man das Wasser benutzen und wie man sieht, alles irgendwie halt auch aus Stein. Da ist wieder ein Herd, genau wie vorhin. Das Geschirr ist halt da nicht so viel, aber ich finde die Küche irgendwie voll cool. Und ja. Ja, teman-teman, ini adalah dapur dari rumah di pedesaan. Natur sekali, alami sekali. Mereka memasak dengan kayu bakar ya. Bangunannya pun masih sederhana sekali. Kita bisa lihat di sini. Ya, ini beras-beras yang mereka panen pada beberapa hari yang lalu. Ya, kita lihat di sini dapur yang tradisional. Zurück, Leute, bei diesem Stall. Meine Schwester will ein Blatt verfüttern an diese Ziege. Oh, und die Ziege isst sogar das Blatt. Ja, das ist cool. Und die Ziege ist ultra süß. Ich würde das auch machen. Ich würde dann sogar noch probieren, die Ziege zu streicheln. Auf jeden Fall, Ziegen, wie man sehen kann, mögen Blätter. Interessant. Okay, teman-teman, kita akhiri video kita kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Ciao! Yes guys, with this I end the video. Be sure to leave a like and a subscription there. Bye! See you soon!